Wie sieht die Neuroachsenbestrahlung nun aus, wenn ich moderne Bestrahlungsmethoden wie die intensitätsmodellierte Therapie verwende? Ich möchte natürlich hier sowohl im Lunge und Herz als auch im gesamten Darmbereich, Niere, Leber, sämtliche Organe sehr viel besser schonen als bei der konventionellen Bestrahlung, wo ich einfach nur ein Feld von hinten nehme. Das heißt, ich kann die Felder in einer ähnlichen Anordnung wie hier auch intensitätsmoduliert rechnen. Der Ansatz hier und der Ansatz hier ist natürlich, hat genau die gleiche Problematik. Wenn der Patient sich verlagert und dieses Feld etwas hier hinrückt, kann ich zu einer Überdosierung bis hin zur doppelten Dosis kommen oder ich verrücke dieses Feld aus Versehen etwas zu weit nach unten, dann habe ich eine Unterdosierung. Bei der Intensitätsmodellierung habe ich die Möglichkeit, diese Feldgrenze sehr viel robuster zu planen. Ich schreibe das nur einmal schematisch an. Wenn ich das eine Feld von der Dosis, 100% der Dosis so hätte und das andere Feld angesetzt genau daneben ist und ich verlagere dieses Feld, kann ich zu insgesamt 200% Überdosierung kommen. Wenn ich aber bei der intensitätsmodulierten Bestrahlung hier oben aufhöre und die Dosis so nach unten verteile, das heißt, ich habe keinen senkrechten, sondern einen diagonalen Ansatz meiner Dosis und mache das bei dem anderen Feld auch. Ich fange vor der Grenze an und mache so eine Dreiecksdosis draus. Dann habe ich in der Summe von diesem Feld und von diesem Feld wieder die gleiche Dosis an jedem Punkt. Aber wenn ich jetzt ein Feld etwas zu weit nach links oder nach rechts verlagere, sagen wir, ich verlagere dieses Feld zu weit nach hier, dann habe ich statt dieser Dosis von dem Gegenfeld diese Dosis. Das heißt, mein maximaler Double Trouble liegt vielleicht bei 120% und nicht bei 200%. Und das gleiche in die andere Richtung. Die Minimaldosis liegt nicht bei 0%, sondern vielleicht nur bei 80%. Das heißt, dieser Übergang ist viel robuster gegenüber Fehllagerung des Patienten. Das heißt, die intensitätsmodellierte Therapie kann den Übergang viel robuster machen und die Dosis im Bauch- und Lungenbereich noch besser schonen. Die optimalste Schonung von diesen gesamten Organen kann ich erreichen, wenn ich eine Partikeltherapie, insbesondere Protonen bei Kindern, mache und diese Felder entsprechend so bestrahle, da die Protonen, wenn sie von hinten kommen, in einer bestimmten Tiefe ihre Dosis abgeben und dahinter keine Dosis mehr ankommt.